Mein Name ist Andreas Schubiger. Und wie gehörst du dazu, Andreas? Ich gehöre seit 1990 zur Kerngruppe und bin über einen Umweg, über Amerika genau genommen, bin ich dann zur Gruppe gestoßen, weil ich da drüben das erste Mal von Billy Meyer und der ganzen UFO-Sache gehört habe. Und was hast du da zum allerersten Mal gehört? Die UFOs haben dich als allererstes fasziniert? Nicht unbedingt. Die UFOs waren eigentlich nur der Aufhänger dazu. Aber was mich letztendlich dazu bewogen hat, in die Kerngruppe zu kommen, das ist die ganze Geisteslehre, die Sache um die Wahrheit und die vielen guten, fundierten Informationen über das Zusammenleben zwischen den Menschen und unter den Menschen, damit wir auch hier auf der Erde ein anständiges Auskommen untereinander aufbauen können. Das war eigentlich die Hauptmotivation, in die Kerngruppe zu gehen. Wie war das denn, als du das erste Mal Billy kennengelernt hattest? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja. Ich mag mich schon noch an die Zeit erinnern, aber die ganzen Ereignisse sind auch schon ziemlich verblasst. Aber es war, das kann ich mit Sicherheit sagen, eine spezielle Sache. Aber so an einen einzelnen Moment mag ich mich nicht mehr erinnern, wo ich detailliert davon berichten könnte. Und hast du jemals auch UFOs fotografiert oder gesehen? Gesehen schon, aber fotografiert selber nicht. Erzähl uns doch mal von dem Tag, an dem du die gesehen hast. Ein spezielles Erlebnis war, ich war in einem Militärdienst, in einem dreiwöchigen Militärkurs. Wir waren auf einer Nachtwanderung in der Nähe des Vierwaldstättersees. Ich habe da am sternenklaren Himmel während dem Marsch ein Licht auf Flugzeughöhe fliegen kommen sehen. Und dieses Licht ist dann plötzlich kerzengerade in den Himmel hochgestiegen und das macht normalerweise nachts kein Flugzeug. Für mich war in diesem Moment klar, das muss etwas Besonderes gewesen sein und für mich selber habe ich das den UFOs zugeordnet. Und erzähl mal, wie hat sich dein Leben verändert, nachdem du angefangen hast mit dem Billy und auch Teil der Figur zu sein? Es hat sich insofern verändert, dass ich mich mehr auf das menschliche Zusammenleben konzentriere, auf das, was Sinn macht, dass unsere Erde, also die Menschheit auf unserer Erde, einen vernünftigen Kurs geht. Und die extremen Formen, sagen wir, in der Wirtschaft und all diese Tendenzen, die Richtung Krieg gehen, die sehe ich heute in einem anderen Licht, weil mich mehr das menschliche Zusammenleben interessiert, und zwar in Frieden, das Auskommen miteinander, das Verständnis, die Toleranz füreinander aufzubringen und auch, dass wir unserem Planet Sorge tragen. Und das beginnt bei uns selber schlussendlich. Was würdest du sagen zu allen Leuten, die das komplett anzweifeln und sagen, es ist alles erfunden, es ist Quatsch, daran glaube ich nicht? Es ist schade, dass sie sich mit der Materie nicht genug beschäftigen und dass sie sich selber zu früh blockieren. Denn wenn sie weiter darüber nachdenken würden oder etwas zu Ende denken würden, heißt das noch lange nicht, dass sie einen falschen Weg gehen, dass sie voreingenommen werden. Sie scheuen sich einfach vor der Auseinandersetzung mit der Wahrheit, mit den Tatsachen und nehmen sich selber so die Chance, etwas Gutes zu tun auf der Erde für uns alle, für die gesamte Menschheit. Und hat man dich auch schon als Verrückten, ich sag mal, bezeichnet, dass du an sowas glaubst, dass du dich damit beschäftigst? Ich habe mich bis jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit derart exponiert, dass es so weit gekommen ist. Ich habe das höchstens in Freundes- oder Familienkreisen gehört, dass ich eigenartige Ansichten pflege. Das ist aber auch schon alles. Aber das stört dich auch nicht, weil du einfach daran glaubst und das was entdeckt hast? Richtig. Könntest du das nochmal sagen? Ich glaube, es stört mich aber nicht. Ich habe da einfach was entdeckt, was mich fasziniert. Ja, ich habe etwas entdeckt, vor allem was durch die Geisteslehre, durch Billy verbreitet wird, was mich fasziniert in diesem Sinne, dass ich sagen kann, es bringt allen etwas. Es bringt jedermann weiter. Aber man muss sich natürlich schon damit beschäftigen und
gut, die Beschäftigung, auch meine Beschäftigung mit der Geisteslehre und all diesen Themen könnte intensiver sein, würde ich mir auch wünschen. Und es gibt da noch viel zu tun, auch für mich, darum bleibt es immer spannend. Irgendwas, was dich speziell fasziniert hat über die Geschichte von uns als Menschen auf der Erde, die Billy, von der Billy auch erzählt hat, dass wir ja angeblich auch abstammen von dieser Rasse? Es ist momentan gerade ist es der Fakt, dass wenn wir sagen, wir hätten eine gewisse Abstammung vorzuweisen, ist doch festzustellen in der Geschichte, die Genveränderungen, die angebracht wurden, in Anführungszeichen, dass man sich heute hinter diesen Genveränderungen versteckt und sagt, ja, es ist nun so, man kann nichts machen. Und das, was Billy uns eben auch lehrt, finde ich auch sehr wichtig, ist, dass mit dem bewusstseinsmäßigen Vorgehen, mit dem Denken, mit dem Gedanken selber, dass man diese Probleme durch das häufige Denken auch auflösen kann, der Genetik nicht entgegenwirken kann, aber den falsch geschalteten Genen entgegenwirken kann. Denn durch das stetige Üben und Trainieren der richtigen Gedanken, sei es auch mit Unterstützung der Meditation, ist es durchaus möglich, in seinem Leben gewisse Sachen aufzuheben, die als Negativfaktor in uns allen langfristig vererbt wurde. Aber es liegt an uns, dies auf eine Art und Weise in Angriff zu nehmen, wie wir, sagen wir, angewandte Genetik, selbstgemachte Genetik pflegen können. Und ich denke, das ist eine Möglichkeit dazu, ohne Chemiespritze dies zu tun, durch das, dass wir uns durch eigene Bemühung darauf einlassen und dies dadurch auch vielleicht nicht ganz beheben, aber doch entgegenwirken können. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen von uns hier auf der Erde, oder für uns auf dieser Erde? Dass alle die Stimme von Billys Informationen, die Wahrheit, die er verkündet, wahrnehmen und die Auseinandersetzung annehmen, sich damit zu beschäftigen und sich darauf einlassen. Das heißt noch lange nicht, dass man sich überreden lassen soll, sondern man soll sich selber in seiner eigenen guten Stube ein Bild davon machen und jeder kann sich dann auch frei dafür entscheiden, was er will. Aber man sollte sich nicht vorzeitig abblocken und diese einmalige Chance wahrnehmen, sich das zu Gemüte zu führen und dann selber mal schauen, welches Resultat das dabei rausschaut. Und ich denke, es wird ein positives Resultat sein, wenn man sich damit einlässt. Aber die Furcht davor nützt sicher nichts. Es gilt nur eins, sich damit auseinanderzusetzen, den Kampf gegen sich selbst aufzunehmen, und das ist der einzige Weg, eine Lösung zu finden, die ehrlich ist, sich selbst und der Menschheit gegenüber.